Ja, hey Leute, hier ist wieder Madarik und willkommen zurück zum nächsten Teil meines Let's Plays von Tales of Vilia. Im letzten Teil haben wir angefangen, Nebenquests abzuarbeiten, die wir jetzt alle machen können vor dem letzten Kampf. Und in diesem Teil werden wir genau das gleiche machen, weil es doch leider sehr, sehr viele Nebenquests jetzt noch gibt. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, wo wir jetzt am besten oder am schlechtesten anfangen, weil irgendwie müssen wir sowieso fast überall irgendwas machen. Daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal jetzt mit Sheraton an und schauen uns da mal ein bisschen um. Das erste ist natürlich wieder die... haben ein neues Charakter-Skit. Das ist das erste Mal. Der Naturforscher in Sheraton. Remember that naturalist who was researching changes in spirit climes? Ah, yes. Perhaps he's completed his research. Yeah, we should go visit him back at the Central Plaza. Ja, wie wir gerade mal mitbekommen haben, haben wir gleich noch eine Nebenquest hier jetzt. Dem Naturforscher, dem wir damals geholfen haben, das Geisterklimata auf dem... in der Kulmar-Schlucht aufzuzeichnen. Der ist jetzt wahrscheinlich auf den Hauptplatz hier zu finden. Aber erstmal wollen wir gucken, ob wir eventuell doch schon jetzt genug rahmenschwarze Federn haben. Sieht aus, als hättet ihr rahmenschwarze Federn gefunden. Ich nehme sie euch gern ab. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt nun 400 rahmenschwarze Federn gesammelt. Das ist eine ausgezeichnete Leistung. Ich wundere euer eure Entschlossenheit. Egal, hier ist etwas zur Feier des Tages. Elegantes Damengewand Mila. Lässiges Outfit Elvin. 40.000 Gold. Wollt ihr eure rahmenschwarze Federn gegen Objekte eintauschen? Natürlich, und wir wollen wieder einen seltsamen Kern haben. Bitte sehr, passt auf euch auf. Alles klar, kommt wieder, wann immer ihr wollt. Und normalerweise haben wir jetzt aber genug Federn, um mit etwas weiteres zu aktivieren, bin ich der Meinung. Okay, anscheinend noch nicht. Aber wir haben jetzt schon 400... Oder brauchen wir sogar 450 Federn? Auf jeden Fall haben wir jetzt die 400er-Marke geknackt und haben jetzt... neue Outfits freigeschaltet für Mila. Und auch für Elvin. In dem Falle sieht das Damengewand so aus. Ist schon... sehr gewagt, um es mal so zu sagen. Ich kann da ja nicht weiter ranzoomen gerade. Und Elvin hat, glaube ich, so eine Art Sportanzug. Also sowas recht Modernes, genau. Nicht den Doyle. Und ich dachte eigentlich, das geht da jetzt schon weiter, aber anscheinend brauchen wir doch ein paar mehr Federn noch. Nichtsdestotrotz, der Forscher von Sheraton steht wieder hier vorne bei der Windmühle, also sprechen wir nochmal mit ihm. Hello there. I've got the results of the examination data. So the art we used at Bermia Gorge came in handy, huh? Oh yes. Now, after reviewing all of the data, I have determined that there is a clear link between spirit art usage and nearby spirit climb changes. As the scale of spirit art usage grows, the changes in the climb become more pronounced. So the recent topographical changes in Bermia Gorge are due to the increased spirit art usage in Sheraton. That's right. I saw the same kind of data with Fenmont's expanding night climb as well. At our current usage scale, we should only see minor alterations. But if we keep developing new spirit arts, we may be facing irreversible changes to our spirit climbs. Like the whole world going dark? That is a remote possibility, yes. So even if we stay inside the schism, there's a chance that Rizomaxia could end up just like Olympias. I guess even spirit arts have their drawbacks. It all depends on how we use them.
If all we seek from Spirit Arts or Spyrix is to maximize convenience, then of course we'll see repercussions. I agree. But at least this news comes at the right time. Yeah. If we open the schism and reshape the world, surely human awareness will be reshaped as well. The question, of course, is in what way? But nothing will change at all if we don't act. You're right. For better or worse, this is the path we've chosen. Ja, das war nochmal eine kleine, ein kleiner Auszug zur möglichen Zukunft von Resymaxia. Dass auch Geisterarzt, wenn sie nur zur Bequemlichkeit eingesetzt werden, irgendwie doch Nachteile erzeugen könnten. Und eine Nebenquest können wir ja momentan noch machen. Und das ist eine neue Nebenquest in dem Falle. Und zwar benötigt Rizel unsere Hilfe. Und die müssten wir eigentlich gleich hier vorne schon sehen. Da vorne steht schon eine Menschenmenge um sie herum. Also gehen wir mal zu ihr. Lady Dracel, how much longer until the roads are reopened? At this rate, we won't be able to stay in business much longer. Please, everyone calm down. The guards have been shaken by all the instability. They've retreated to Fort Gundala and put it on lockdown. I've been trying to reach the military headquarters, but I haven't been able to establish contact yet. We don't have time to wait. Our losses are already catastrophic. If we don't do something soon, Sherylton will be doomed. I'll do something. I promise. If only Lord Klein were still here. Stop bullying Dracel! Ellie, Rowan, you're all here. We couldn't help it over here. Perhaps we can be of some assistance. No, this is something I need to handle myself. It's my duty as Klein's successor. Your determination is laudable, but you are slightly mistaken. Not you too! I know I'm not capable enough, but I still have to try. We know you're doing your best, m'lady. We do. However, this isn't just about business anymore. With the roads shut down, there are people who are struggling merely to survive. Then it seems our only option is to invade Fort Gundala. But what about the golems that protect it? I thought they were invincible. Yes. Within the right spirit climb, a golem's defense power is absolute. However, in the wrong spirit climb, their defensive power would be diminished. Correct. And we now know of a way to change a spirit climb ourselves. So if we use a booster like they did at Fezabel Marsh, we stand a real chance at victory. So if we just need a booster, why not use the same one we used at Fezabel Marsh? I'm afraid it was swept away by the marsh flow. What about Teepo? Teepo is a special type. I'm afraid we couldn't use him for this. We'll need to find a different booster. I'm so sorry to have failed you! Wait! Mila! Remember when they captured Teepo at Fort Gundala? That's right. Noctical was conducting booster experiments right there at the fort. There should be plenty of boosters within its confinements. And if we can get our hands on one, we can take out the golems. So the key that we need to break into the fort is hidden within the fort itself. Oh dear. We certainly have our work cut out for us. We'll be going there anyway. This way we kill two birds with one stone. But I can't expose you all to danger, just for the sake of my city. You're mistaken again. Your determination should be used precisely for that purpose. Lady Dracel, each of us has our own role to play. For a governor, it's showing your people the right path, and taking responsibility for those who walk it. You're right. Now, Lady Dracel of House Sherryl, we await your order. Very well. As the new governor, I hereby ask you to retake Fort Gundala. For the good of Sherylton. Yes, m'lady. Leave it to us! Ja, ihr habt die Lady gehört. Fort Gundala war nun lange Zeit abgesperrt und mittlerweile ist es halt auch so, dass Sherylton jetzt schon am Hungertuch nagt, sozusagen.
Und ja, wir sollen uns nun zurückerobern. In dem Falle heißt zurückerobern, wir müssen die 4 Verteidigungsgolems besiegen. Ja, diese sind auch recht stark auf jeden Fall. Vor allen Dingen, da es halt 4 verschiedene sind, ist es halt nicht ganz so einfach. Eigentlich werden wir im Kampf immer nur auf 2 gleichzeitig treffen. Also wenn 2 da sind, einer stirbt, dann kommt der dritte nächste dazu. Aber es bleiben immer nur 2. So, diese Quest mit den beiden Mädchen können wir momentan noch nicht abschließen, da wir immer noch keinen rosafarbenen Smaragd haben. Diesen werden wir aber auch noch demnächst uns holen. Ich denke, um das nicht ganz aus dem Konzept zu reißen, machen wir jetzt in dem Fall auch genau das und gehen nach Fort Gandala und versuchen uns einfach mal an diesen Golems. Why would they have guards out if the golems are functional? No one is able to feel fully secure once fear has overtaken them. This should work to our advantage. Perhaps we can convince them to tell us where the boosters are kept. Devious! Do this right and we'll be done in a flash. You won't deactivate the golems this way, you know. Who said anything about deactivation? We're going to destroy them! You're kidding, right? Jokes were never my strong suit. Would you be so kind as to tell us where the boosters are kept? They should be in control room O2. Do we know where that is? It's a spare control room located opposite from the one we visited earlier. Got it. Let's go. Ja, durch diese Wachen am Tor wissen wir jetzt also, wo diese Verstärker sind. Wir haben ein neues Charakter-Skit speziell zu diesem, ja, zu diesem Charakter, zu dieser Quest. Beschaffen wir uns einen Verstärker aus der Festung. Let's sneak into Fort Gandala and try to find a booster. That seems to be our only hope of defeating the golems. Ja, also betreten wir einfach mal die Festung. Und ja, schon sehr, sehr lange her, dass wir hier waren. Jetzt können wir uns nochmal in Fort Gandala umschauen. Und wir sehen schon vor uns die Golems. Allerdings können wir da jetzt auf jeden Fall auch noch nicht hinlaufen, da wir noch nicht halt diesen Verstärker haben. So, uns wurde gesagt, die Verstärker befinden sich im Kontrollraum 02, direkt gegenüber von dem Kontrollraum, in dem wir schon waren. Das ist in dem Falle genau der hier jetzt, der in der Mitte der Karte gerade ist, dieser ovale Raum hier. Das ist Kontrollraum 01 und direkt gegenüber davon, also ungefähr da oben so, sollte Kontrollraum 02 sein. Das heißt in dem Falle, wir müssen eigentlich theoretisch nur hier reingehen und geh weg. Die Gegner hier sind ja wohl sowas von schwach, müssten wir hier reingehen. Und in dem Falle sind wir schon in Kontrollraum 02. Wenn man das nicht richtig versteht, sucht man sich wahrscheinlich dumm und dämlich hier. Aber wenn man das versteht und das weiß, ist man halt auch wirklich innerhalb von 3 Sekunden fertig. Gefühlt. Ja, vielleicht ein paar mehr. Here we go. Boosters. Ah, this is indeed the same type of booster that was used at Fezabel Marsh. If we can use this to change the spirit climb, the golem's defensive power should plummet. Kind of like a golem inhibitor. Hey, a golem inhibitor! Do you even know what that means? Not a clue. So how do we use it? Leave that to me. Very well. Then let's crush some golems. Ja, damit haben wir jetzt also den Verstärker und wir haben gleich nochmal ein neues Charakter. Es geht Abrechnung mit den Golems. The golems should be guarding the gate to the main passageway. Now we shall put an end to them. Ja, und da wir nun alle Vorbereitungen abgeschlossen haben, können wir nun einmal hier wieder rauslaufen, in der Hoffnung, dass wir keine Gegner großartig treffen, weil ich ungern für die Gegner hier mein Essen verschwenden möchte, weil wenn ich von denen 100% mehr Erfahrung kriege, habe ich nichts gewonnen, gar nichts gewonnen, weil die so schwach sind, die Gegner hier, dass ich keine Erfahrung kriege.
Und verdammt, ich darf nicht mal speichern. And two more behind us. Four golems at once. Truly a rock and a hard place. No, it's four birds with one stone. They've saved us the trouble of hunting them down. It's impossible to get discouraged with Mila around. Agreed. We're much stronger than we were before. Let's do this. You said it. Rowan. On it. Activating the golem inhibitor. Und damit dürfen wir jetzt gegen die vier Golems kämpfen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich kann vorher nochmal speichern. Kann ich nicht. Also müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr anstrengen, um nicht zu verkacken. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich... Eigentlich müsste ich auf dem Level eigentlich gute Chancen haben gegen diese Golems. Wie gesagt, es sind insgesamt vier Stück. In dem Fall heißen die Gandala Verteidigungsgolem und von der Nummer 1 bis zur Nummer 4. Und jeder Golem hat eine andere Resistenz oder eine andere Schwäche in dem Falle. Der erste ist schwach gegen Wasser und der zweite ist schwach gegen Feuer. Und wie man sich schon denken kann, sind die anderen beiden natürlich auch noch wieder der eine schwach gegen Wind und der andere schwach gegen Erde wahrscheinlich. Ja, jeder dieser Golems hat 40.000 KP. Das heißt, wir müssen insgesamt 160.000 KP auslöschen von vier verschiedenen Golems. Und wie man schon an der Musik hört, ist das doch ein richtiger Bosskampf auch. Also wollen wir jetzt mal schauen, wie es läuft. So vom normalen Schaden her scheint das momentan noch ganz gut zu funktionieren. Das ist jetzt noch nicht so was Starkes. Ich kümmere mich gerne erstmal um den Wassergolem. Der ist schwach gegen Feuer. Ja, da haben wir jetzt momentan noch nicht so die Skills. Aber unsere normalen Skills sind trotzdem... Wie viel HP hat er noch? 21, also die Hälfte haben wir knapp abgezogen. Sehr gut. Ich bin ausgewichen im Schlag. Jetzt bin ich gestunt. Das ist schlecht. Und jetzt gab es nochmal... Okay, genau. So, das war Nummer 1 schon mal. Das war schon mal das Gute. Jetzt müssen wir den nochmal angreifen. Und vielleicht schaffe ich sogar noch eine... Jawohl, in der letzten Sekunde die Mystic Art noch zu aktivieren. Sehr gut. Also ein Golem ist tot. Bleiben noch drei. Den zweiten hauen wir gerade ganz gut ins Gesicht. Der hat jetzt nur noch 18.000 und jetzt ist die Nummer... Okay, nochmal die Nummer 1. Okay, ich war eigentlich der Meinung, das sind vier verschiedene Farben, aber anscheinend haben wir jetzt nochmal die Nummer 1 gekriegt, die auch schwach gegen Wasser ist. Klappt für mich auf jeden Fall ganz gut, weil wir haben ja mit Elvin sowieso immer mehr... Irgendwas macht der gerade, irgendwas Böses? Haben wir ja eh immer mehr die Wasserattacken. Ja, die Wirbel sind schon ganz schön nervig. Oh, einfach mal so ein Dropkick als riesengroße Maschine. Wie ich es richtig sehe, sind unsere Leute jetzt gerade, also zweimal sind sie schon gestorben. Also einmal Elvin und einmal Mila. Und gerade hauen sie mich ganz schön kaputt auf jeden Fall. Kurz, jetzt ist Mila nochmal gestorben. Oh, jetzt hauen sie gerade aber richtig zu irgendwie. Irgendwie werden die gerade ganz schön stark. Jetzt ist Elise tot, das ist schlecht. Das heißt, ich kann sie auch nicht. Sie kann keinen ressen. In dem Fall nutzen wir einen Trank des Lebens. Und jetzt ist mir das gerade ganz schön nervig, weil irgendwie hat jetzt... wo haben wir es? Wo haben wir es? Da. Ich habe mit Jude nämlich keine TP mehr, ich kann keine Skills mehr einsetzen. Das ist irgendwie sehr, sehr uncool und Mila ist gerade nur am Verrecken. Das ist gerade richtig nervig. Wie hoffen wir, dass wir
Das Problem ist, wenn ich den jetzt besiege, dann kommt noch einer angelaufen und momentan, jetzt ist der kaputt. Jetzt kommt nochmal Verteidigungsgolem 2. Das heißt, der ist nochmal schwach gegen Feuer. Also die beiden jetzt, also die beiden Feuergolems zusammen haben gerade schon ganz schön aufgeräumt. Die haben mich ganz schön ins Schwitzen gebracht. Ich hoffe mal, dass zumindest jetzt kurz wieder ein bisschen Ruhe ist. Der ist noch nicht mal halbtot. Da ist es nicht ganz so lustig gerade. Aber jetzt scheinen sie sich gerade wieder beruhigt zu haben. Jetzt rasten die gerade nicht so aus wie gerade eben. Auch wenn Elvin fast jetzt tot ist. Los, Elise. Ja, Krankenschwester. Sehr gut. So, der ist jetzt fast tot. Das sind die letzten beiden auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Lichtblick. Wenn jetzt einer von den beiden tot ist, wird das Ganze wesentlich einfacher. So, unsere Bundart ist wieder voll. Allerdings habe ich wieder keine TP mehr. Ich verbrate ganz schön TP gerade. Das ist der Wahnsinn. Aber wir haben nur noch einen Gegner jetzt. Das ist schon mal der Vorteil jetzt. Hoffen wir mal, dass er uns mal ein bisschen Ruhe lässt gerade. Oh, ganz schön viele tot. Oder halb tot schon wieder. Oh, diese Angriffe sind echt hart. 15.000. Natürlich die ganze Zeit dann immer. Und immer gleich wieder auf Mila. Die steht auf und kriegt ja 2000 Schaden ins Gesicht. Sie hat gerade 2000 AP gehabt. Geh von Mila weg, verdammt. Danke. Ja, auf Elvin kannst du erstmal ein bisschen rumhauen. Und auf mich kannst du auch rumhauen. Das ist mir egal, aber geh doch mal von den Leuten weg, die gerade nur 2000 HP haben. Oh, wir haben es geschafft. Oh, das war nicht schön. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Es gab 80.000 Erfahrung. Und lustigerweise hatte Leia kein Level Up. Das verstehe ich irgendwie nicht. Sie hat volle HP, dürfte also EP kriegen, hat aber kein Level Up. Alle anderen haben schon Level Up. Okay, 80.000 Erfahrung und 40.000 Gold. Und ja, zwei blaue Umhänge und zwei rote Umhänge. Lisa hat sogar zwei Level Ups gekriegt. Die hat kein Level Up gekriegt. But the golems were invincible. How did this happen? Rashikal is done for. Is that all you have to say after holding yourselves up here without permission? You should be ashamed. We were doing it for our country. Rashikal's military assets must be protected. Do you truly believe that abandoning the citizens you serve strengthens your country? Wait. Are you Chief of Staff Hilbert? No, but I used to be. You all are the military of today. And as such, it is your duty to figure out what needs to be done. Understood. The Fort Gondola guards will reopen the fort immediately. We will resume patrolling the high roads and protecting civilian activities. That takes care of that. That should be a load off Trisell's shoulders. Thanks, everyone. I wouldn't have made it without you. And we've made it through Fort Gondola at last. Yeah, what an ordeal. Ja, damit haben wir also jetzt hier Golems nicht unbedingt schön geschafft, aber wir haben sie geschafft und wir haben ein neues Charakter-Skate in dem Falle, die gute Nachricht verkünden. Let's get back to Drissel. We have to tell her how great you were. Ja, jetzt bin ich trotzdem mal interessiert, warum alle Level Up hatten. Hier steht sogar weiter, er braucht nur 40.000 Kap. Wieso hatte Leia keine?
Lea braucht jetzt noch 1800 Erfahrung für Level Up. Sie braucht nur 44.000 zum Level Up und hatte gerade kein Level Up, obwohl es gerade 80.000 gab. Das ist jetzt gerade irgendwie nicht verständlich. Ehrlich gesagt. Sie hat gerade 80.000 Erfahrungen gekriegt, kriegt aber kein Level Up, alle anderen hatten Level Up, obwohl genau wie alle anderen ist sie auch am Leben. Das ist mir gerade irgendwie zu hoch. Ja, nichtsdestotrotz, bevor ich Kopfschmerzen davon kriege, weil ich mir das gerade nicht begreifen kann, gehen wir zurück nach Sheraton und sagen Drizelle Bescheid, dass wir den Weg gefreit haben, den Weg geräumt haben. Thank goodness you all made it back. Is anyone hurt? We're fine, my lady. As you can see, we couldn't be healthier. We kicked 10 tons of golem butt! Oh, I'm so relieved. You are worried about us? Of course. I don't know what I would have done if you had gotten hurt on my behalf. Facing that pain is one of the gravest duties of leadership. It sure isn't easy. No, it is not. But as long as you feel pain at the suffering of your people, they will always be there to support you. I'll do my best. Just as Klein did. It might be difficult, but we know you can do it. I'm sorry I can't give you the rewards you deserve. Wait, I know. I'll brew up some of my finest tea. Come, let's have a tea party. I couldn't ask for a finer reward. Throw in some of those little cakes and you've got a deal! Getting pretty hungry here. How long has it been since I've had one of Mom's home-cooked meals? Thanks, everyone. I wouldn't have made it without you. Diesen Text hatten wir schon, Mila. Jedenfalls haben wir gerade ein neues Fertigkeitsbuch gekriegt, wenn ich das nicht sehe. Genau, Fertigkeitsbuch Magieblock. Ein Buch, mit dem Rowan Zugang zur Fertigkeit Antimagie erhält. Antimagie, Rowan. Messerrache, Immunität, Antimagie. An dir werden keine Arts Wirkung zeigen. Dazu zählen sowohl offensive als auch defensive Geisterarts. Das ist ja ziemlich unpraktisch. Das heißt, er kann nicht geheilt werden, aber er kriegt auch keinen Schaden durch irgendwelche Elementarangriffe. Aber wenn er mit dem Schwert geschlitzt wird, kriegt er trotzdem Schaden. Das ist irgendwie wieder so ein zweischneidiges Schwert. Nichtsdestotrotz muss es ja jetzt... Ich kriege das nicht aus dem Kopf. Wieso kriegt Leia keine Erfahrung oder so wenig Erfahrung, dass sie kein Level abkriegt bei 80.000 Erfahrung, wo alle anderen dann plötzlich... locker Level up haben. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich hier entweder irgendwas geskillt habe, wodurch sie weniger AP kriegt, oder ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, das ist mir gerade auch noch nie passiert. Ich habe auch noch nie wirklich drauf geachtet, aber gerade eben fällt es halt schon auf, wenn man 80.000 Erfahrung kriegt und alle Level Up haben, bloß nicht leer, obwohl sie nur 40.000 Erfahrung braucht für ein Level Up. Aber das sind alles keine Sachen, wo es irgendwie was mit Erfahrung zu tun hat. Trägst du irgendwas? Sie trägt auch nichts anderes. Also, das ist was ich gerade ehrlich gesagt nicht verstehe. Vielleicht kann es mir ein anderer erklären, warum das so ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt Sheraton geholfen, wieder Handel treiben zu können. Die Straßen nach Fenmont sind wieder offen und
Ja, in dem Falle machen wir jetzt Schluss an diesem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.